Morgen kommt Avengers Endgame wieder in die Kinos mit erweiterten Szenen. Um welche es sich handelt, das erkläre ich euch nämlich nun hier in diesem Video. Moin Moin Leute, was geht? Ja, wir reden heute nämlich über die erweiterten Szenen, was da passiert, und in 150 Kinos wird nämlich morgen in Deutschland ja die erweiterten Szenen von Avengers Endgame zu sehen sein. Deshalb wird hier natürlich ein Spoiler-Alarm ausgelöst und ja, habt viel Spaß bei diesem Video. Vergesst natürlich nicht ein Like abzugeben, ein Abo und die Glocke zu aktivieren, und ich denke mal, wir legen los. Beginnen wir mit der ersten Szene. Tony Stark trifft auf seine Tochter Morgan als Teenagerin, die von Catherine Langford gespielt wird. Marvel hat das Gerücht bestätigt, dass es im originalen Screening zu sehen war. Nach dem Snap von Tony Stark, die von der Power Thanos ähnelte, ging er in den Seelenstein. Ja, ihr habt richtig gehört. Und hatte eine Unterhaltung mit seiner Tochter Morgan. Man erzählte mir, es würde sich lohnen, sagte Tony Stark. Ja, aber weil es für die Zuschauer zu konfus war, wurde diese Szene herausgeschnitten. Kevin Feige bestätigte, dass die neue Post-Credit-Szene den Fokus auf den smarten Hulk legt. Leider habe ich vor euch keine konkreten Details, wie diese aussehen soll, aber ich denke, man wird die Transformation zum Professor Hulk zeigen. Diese wurde ja nie erklärt. Laut Kevin Feige gibt es genug Ideen, den Hulk im MCU zu benutzen. Fans wollen am besten den Worldbreaker Hulk oder Maestro Hulk. Dann sehen wir, die Russo-Brüder geben am Anfang ein kleines, kurzes Statement. Was das sein wird, vielleicht sagen sie, das war's gewesen, Dankeschön Fans, hier Re-Release, wir wollen irgendwie Avatar platt machen, keine Ahnung, was da kommen wird. Dann werden wir noch zudem ein Stan Lee-Tribut sehen, mit allen Auftritten der Legende. Mehr muss man eigentlich da gar nicht zu sagen. Rest in Peace, Stan Lee. Es wird auch noch einen Sneak Peek für den kommenden Spider-Man Far From Home geben, der ja die Phase 3 abschließen wird und die vierte Phase einläuten wird. Dieser wird 3 Minuten gehen. Ich denke mal, das werden wohl die ersten 3 Minuten von diesem Film sein. Ja, das war das kurz und knackig mal so erzählt, was drinne kommen, ja, was einigermaßen bestätigt wurde, und konkrete Details habe ich nicht. Natürlich habe es auch recherchiert und habe mir so ein bisschen das Bild gemacht. Könnte das wirklich so sein, dass das kommen wird? Ich denke mal schon. Wir können jetzt mal bei Instagram schreiben, ob das wirklich so eingetreten ist. Hier sind es natürlich auch ein bisschen Vermutungen, Spekulationen. Und ja, ist die Frage, lohnt sich das überhaupt, ins Kino zu gehen? Sag mal, für diese tendenziell 6 Minuten? Ist es nur ein Cash-Grab von Disney und Marvel Studios, um Avatar einzuholen? Wenn man natürlich den Film noch nicht gesehen hat, geht man natürlich rein. Hat man den einmal gesehen, geht man rein. Ist man Fanboy wie ich, geht man rein. Oder wartet wirklich bis zu der Blu-ray, die ja ungefähr Anfang August rauskommen soll. So kommt es in den USA. Bei mir, ich habe noch keine Pressemitteilung bekommen. Die wird aber wahrscheinlich Anfang August auf DVD, Blu-ray, 4K und so weiter rauskommen. Was sagt ihr denn zu diesen erweiterten Szenen? Geht ihr da rein ins Kino? Sagt mir mal das in den Kommentaren. Wie gesagt, Like, Abo hier lassen. Und ja, wir sehen uns vielleicht auf der CCXP in Köln. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam.